Guten Morgen, willkommen zur 12. Vorlesung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Weg, wie wir eigentlich von unserem Schlüsselexperiment, dem Doppelspaltexperiment, aus dem heraus wir das Fahrtintegral entwickelt haben, wie wir da heraus eigentlich zum allgemeinen Rahmenwerk der Quantenmechanik kommen. Denn in dem bisherigen Verlauf der Vorlesung habe ich Ihnen das einfach vom Himmel regnen lassen. Wir hatten das Fahrtintegral uns angeschaut, hatten daraus die Schrödinger-Gleichung hergeleitet als mathematisch präzise Differentialgleichung, mit der wir dann eben die Wellenfunktionen ausrechnen können. Aber es war beim Fahrtintegral die ganze Zeit auch die Rede von Wellenfunktionen oder Amplituden für den Übergang eines Teilchens von einem Ort X zu einem Ort Y innerhalb einer Zeit groß T. Im allgemeinen Rahmenwerk habe ich Ihnen zwar auch als Beispiele dann einen Hilbertraum genannt, den L2 von R hoch 3, und in dem habe ich Ihnen dann als Elemente die Ortswellenfunktion hingeschrieben, und es war auch als Beispiel korrekt. Aber das allgemeine Rahmenwerk ist viel allgemeiner. Sie können nämlich die Elemente dieses Hilbertraums auch anders darstellen. Und das ist unglaublich praktisch, wenn Sie bestimmte Observablen messen wollen, die anders sind als der Ort. Wenn ich Sie zum Beispiel, und ich hatte Ihnen im allgemeinen Rahmenwerk gesagt, wie das geht. Sie müssen einen Operator finden, einen selbstadjungierten Operator, der einem Messgerät entspricht. Und wenn Sie dann einen Zustand haben, zum Beispiel in Form einer Ortswellenfunktion, müssen Sie den Operator darauf anwenden. Und dann sind die Eigenwerte oder die verallgemeinerten Eigenwerte, ganz grob gesagt, geben Ihnen die möglichen Messwerte. Also wirkliche Messwerte gibt es nur für Eigenwerte und verallgemeinerte Eigenwerte. Wenn Sie das also erweitern auf den Raum der temperierten Distribution, da kriegen Sie dann auch den kontinuierlichen Teil des Spektrums. Aber wie passt denn das zusammen? Denn beim Fahrtintegral war nur die Rede vom Übergang von einem Ort X zu einem Ort Y, einer Amplitude. Und dann konnte man durch Absolutbetragsquadrierung die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen. Aber es war gar keine Rede davon, zum Beispiel den Impuls zu messen. Wie würde man das denn tun? Und um das jetzt zu verbinden, also um praktisch das allgemeine Rahmenwerk zu unterfüttern, das war ja mehr oder weniger eigentlich nur so eine Postulate-Zusammenstellung mit etwas Mathematik, dazu schauen wir uns heute an, wie man den Kontakt macht, also heute Kontakt, Herstellung des Kontakts, Kontaktherstellung, ausgehend von unserem Schlüsselexperiment. Über den daraus entwickelten Fahrtintegralformalismus, das haben wir ja schon gemacht, hin zum allgemeinen Rahmenwerk. Also wenn das das allgemeine Rahmenwerk ist, dann muss ja der Fahrtintegralformalismus reinpassen. Und vielleicht hat sie auch das Gefühl beschlichen, dass im allgemeinen Rahmenwerk, das ist alles ziemlich abstrakt. Ja, man hat da selbstadjungierte Operatoren mit Messgeräten assoziiert. Aber irgendwie habe ich Ihnen gar nicht gesagt, wie man jetzt mit einem konkreten Messgerät so einen Operator assoziiert. Ich habe nur gesagt, naja, das ist halt Modellierung wie in der klassischen Mechanik. Aber da kann man natürlich etwas mehr verstehen. Und während der Fahrtintegralformalismus, nachdem man mal diese Idee mit den interferierenden Alternativen hatte, war eigentlich ziemlich klar, was da auch physikalisch passiert. Und worum es uns heute geht, also dieser Fahrtintegralformalismus, das ist eigentlich physikalisch sehr klar. Physikalisch klar. Es ist physikalisch ungewohnt, weil es nicht die klassische Mechanik ist, aber es ist physikalisch klar. Das hat aber so mathematische Probleme. Na, wie genau definiere ich denn dieses Maß im Fahrtintegral? Wir haben das zum Beispiel dann fürs freie Teilchen, haben wir das dann ausgerechnet, weil wir uns die Schrödinger-Gleichung angeschaut haben, und da aus Konsistenzgründen hat sich dann zum Beispiel der Normierungsfaktor ergeben. Sie erinnern sich vielleicht. Ja? Aber es weiß eigentlich niemand, wie man dieses Maß ganz allgemein definieren kann, sodass es immer stimmt. Was allerdings geht, ist, man kann ja aus dem Fahrtintegralformalismus direkt schon die Schrödinger-Gleichung herleiten. Ja, für Wellenfunktionen. Und in der Tat, diese Schrödinger-Gleichung, die hatten wir ja auch rübergerettet ins allgemeine Rahmenwerk. Und das allgemeine Rahmenwerk, das ist eben mathematisch präzise. Ja.
Und deswegen beginnen eben viele Bücher der Quantenmechanik, beginnen auch mit diesem allgemeinen Rahmenwerk, allerdings halt so ein bisschen auf Kosten des Kontakts zu dem Doppelspaltexperiment, denn das ist dann in der Regel dort nicht mehr gerechnet, wie das eigentlich geht. Das wird zwar als motivierendes Beispiel genannt, aber dieser Übergang ist dann relativ schwer zu bewerkstelligen. Es geht mit dem Pfadintegral besonders gut. Wir hatten aber im Pfadintegralformalismus halt auch noch unsere Wellenfunktionen. Ja, Wellenfunktionen, Sie erinnern sich. Und ich nenne die jetzt mal mit einem neuen Vornamen, die nenne ich jetzt mal Ortswellenfunktionen. Die haben wir bis jetzt einfach nur Wellenfunktionen genannt, aber ich meine damit, dass es Amplituden dafür sind, dass ein Teilchen an einem bestimmten Ort X ist. Ja, Ortswellenfunktionen. Und als Beispiele, und ich mache mal hier so eine gestrichelte Linie, das waren für uns Beispiele für Elemente des Hilbertraums H im allgemeinen Rahmenwerk der Quantenmechanik. Und wir werden heute sehen, dass es nur eine Art und Weise ist, wie man so ein Element darstellen kann, dass es andere Arten und Weisen gibt. Und das Dritte, was interessant ist, sind Messungen. Ja. Und über Messungen haben wir auch im Pfadintegralformalismus gesprochen. Wir haben gesagt, es sind eben nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich und die werden aus den Amplituden bestimmt durch Absolutbetragsquadrierung und haben aber eben auch zu tun mit Operatoren, und zwar sogenannten selbstadjungierten Operatoren, im allgemeinen Rahmenwerk. Aber diesen Kontakt hier, also ich sollte vielleicht hier auch eine gestrichelte Linie machen, denn diesen Kontakt zwischen Ortswellenfunktionen, Elemente von H war nur ein Beispiel, und Messungen und Operatoren, diesen Kontakt habe ich Ihnen eigentlich noch gar nicht gemacht. Ich habe Ihnen einmal was von Messungen erzählt im Pfadintegralformalismus und dann plötzlich habe ich Ihnen Axiome, Postulate vorgesetzt im allgemeinen Rahmenwerk, wie das mit Messungen zu funktionieren hat. Und heute geht es uns darum, diesen Kontakt etwas näher zu untersuchen, um physikalische Intuition zu gewinnen für das ansonsten etwas abstrakte mathematische Rahmenwerk. Okay? Also das ist unsere Aufgabe für heute. Also bisher hatten wir im Pfadintegralformalismus hatten wir immer die Wellenfunktionen als Ortswellenfunktionen. Ja. Und das kam natürlich daher, dass unsere Übergangsamplituden im Raum waren. Wellenfunktionen als Ortswellenfunktionen. Das waren dann also solche Objekte Psi, die gingen vom R hoch 3 nach C, wenn wir im dreidimensionalen physikalischen Raum waren. Richtig? Ja, jetzt kann man sagen, ist ja alles schön und gut, dass sich die also erlaubt, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Ja, Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsdichten auszurechnen dafür für örtlichen Aufenthalt. Eines Quantenteilchens. Ja, so haben wir das eingeführt. Da ging es uns immer nur um die Frage, ja, das Teilchen startet hier an der Elektronenkanone und wo schlägt es denn ein? Das war der einzige Typus von Frage, den wir erwogen haben im Pfadintegralformalismus. Jetzt ist es aber so, dass Sie in der Physik natürlich auch andere Messungen machen wollen und zum Beispiel eine typische Messung, die Sie machen wollen, ist, welchen Impuls hat denn das Teilchen? Ja. Und ja, wie macht man das? Naja, nach dem allgemeinen Rahmenwerk, wenn Sie jetzt also in der mündlichen Prüfung nur so ein bisschen Handwaving machen wollen, dann sagen Sie, naja, klar, da selbstadjungiert ein Operator, der dem Impuls entspricht und tschak, 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 dann geht das alles so und so und so. Aber wenn Sie dann der Prüfer fragt, ja, und im Pfadintegralformalismus, wie geht es da? Naja, da müssen Sie das Messgerät en Detail bauen. Und dann können Sie sagen, naja gut,
für den Ort gibt es eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich gibt es auch für den Impuls eine Amplitude. Erstmal eine Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie ein Teilchen aus dieser Elektronenkanone schießen und irgendwo ein Impulsmessgerät hinstellen, da wird es wahrscheinlich auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung geben. Hat das Teilchen den Impuls oder den Impuls oder den Impuls? Da gibt es wahrscheinlich wieder eine Häufigkeitsverteilung. Das erwarten wir ja schon von der Quantenmechanik, dass wir da keine definitive Antwort bekommen, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit, richtig? Ja, und wie rechnen wir die aus? Ja, das müssen wir ausrechnen, indem wir ein Messgerät bauen, das die Impulsmessung zurückführt auf eine Ortsmessung. Andere Messgrößen als der Ort. Und wir werden hier prototypisch, aber das werden wir das nächste Mal verallgemeinern, prototypisch zum Beispiel Impuls. Andere Messgrößen als der Ort müssen über geeignete Messinstrumente zurückgeführt werden. Auf Ortsmessungen. Und da können Sie natürlich direkt fragen, ja Moment, warum soll das überhaupt gehen? Warum soll das eigentlich für jede Messgröße möglich sein? Könnte ja sein, dass es gar nicht geht. Ja, die Idee ist, dies sollte möglich sein und dies sollte für jede Messgröße möglich sein, da der Zeiger eines Messgerätes ja an irgendeinen Ort ausschlagen muss. Skala. Der Zeiger schlägt halt irgendwohin aus. Also man kann das mit Sicherheit, wenn man so ein Messgerät bauen kann, das einem so eine Anzeige liefert, kann ich hier bestimmt in einen Zeiger umwandeln. Und das ist ja dann quasi ein Ort. Das ist ja das Messgerät als Teil des Systems mitmodellieren. Das ist die grundlegende Idee, warum man erwarten sollte, dass man jede Messgröße tatsächlich auf eine Ortsmessung zurückführen kann. Ja, die Aufgabe ist also, modelliere interessante und interessierende Messapparaturen. So. Jetzt sagen Sie ja, du lieber Himmel, also wenn ich jetzt wirklich für alles im Pfadintegralformalismus wirklich jedes Mal das Messgerät vollständig beschreiben muss, das ist ja ein Riesenaufwand. Das ist richtig. Und deswegen wird man jetzt natürlich sehr schnell sehen, man modelliert so ein Messgerät im Prinzip, wir werden das für den Impuls machen, beziehungsweise wir werden einfach irgendein Messgerät bauen, wir werden dann das als Impulsmessgerät verkaufen im Geschäft, wir müssen das Ding ja irgendwie nennen, wir könnten das ja irgendwie Messung 2000 oder so, also schon outdated, Messung 3000 oder so nennen, ja. Aber wir können es auch Impulsmessgerät nennen und wir sollten vielleicht einen gewissen Grund haben, warum wir das Ding als Impulsmessgerät verkaufen. Aber zunächst mal bauen wir irgendein Gerät. Und was auch immer dieses Gerät anzeigt, ist die Größe, die es anzeigt. Und ob ich dieser Größe dann so einen Trivialnamen gebe wie Impuls oder meine Lieblingsobservable oder so irgendwas, gut, das ist uns überlassen. Aber wir können das analysieren und dann werden wir natürlich sehen, aha, das übersetzt sich direkt in Mathematik und in dieser Mathematik werden wir dann Dinge erkennen. Wir werden zum Beispiel heute ein Gerät bauen, das eine lustige Größe P bestimmt, die wir definieren werden durch die Geräteoperation. Wir werden dann am Schluss sehen, dass diese Größe P tatsächlich das ist, was wir die ganze Zeit mit dem sogenannten Impulsoperator an Eigenwerten gemessen haben. Okay? Also da passt es dann zusammen. Und da können Sie sagen, warum verdient das Messgerät den Namen Impulsmessgerät und warum verdient der Operator den Namen Impulsoperator? Ja, weil wir es so verkaufen. Und wenn wir mit allen Experimentatoren übereinstimmen, dass das ein Impulsmessgerät ist, dann können wir darüber kommunizieren. Okay? Also die Frage,
ist das jetzt echt der Impuls? Ist es der quantenmechanische Impuls? Die Frage ist ziemlich sinnlos, weil es ja nur ein Wort ist. Das ist die Größe, die mit diesem Messgerät gemessen wird. Okay. So, also, das läuft unter der Überschrift Impulsdarstellung der Wellenfunktion. Aber diese Überschrift wird sich Ihnen erst am Schluss erschließen, die Bedeutung dieser Überschrift. Impulsdarstellung der Wellenfunktion. Okay, also wir bauen uns ein Impulsmessgerät. Baue folgendes Messgerät. Betrachte ein Quantenteilchen der Masse klein m. Das sich zum Zeitpunkt t gleich 0 irgendwo im Bereich x gleich, also x in sollte man sagen, x in minus b plus b befindet. Für ein b aus den reellen Zahlen ungleich 0. Sie wissen ja, ich könnte jetzt sagen, ein Quantenteilchen, das genau an dem Punkt x ist. Und wir hatten aber doch schon diese unscharfe Relation gesehen. Da haben wir wahrscheinlich keine Chance, irgendwas über den Impuls zu lernen. Der wird maximal unbestimmt sein. Das haben wir jetzt so grob im Hinterkopf. Wir können ja sagen, wir haben ein Quantenteilchen, das sich zum Zeitpunkt t gleich 0 irgendwo dort befindet. Das heißt, mit einer Ortswellenfunktion, das betone ich jetzt, bisher ist es nur Wellenfunktion, mit einer Ortswellenfunktion Psi, die Stelle x, wir machen das alles eindimensional, ne? Also Dimension gleich 1 und am Schluss schreiben wir die dreidimensionale Formel auch noch hin, ja? Damit wir hier einen Überblick bewahren. Also Psi von x an einem Ort x. Sie wissen, die Wellenfunktion ist nur das, und das da ist schon das nullte Mitglied in einer Schar von Wellenfunktionen zu verschiedenen Zeiten. Ja? Also es hat auf jeden Fall eine Ortswellenfunktion zum Zeitpunkt 0. Die ist gegeben dadurch, dass sie 0 ist außerhalb minus b bis plus b. Und innen drin ist sie irgendwas innerhalb dieses Intervalls. Und wir wollen aber auch sagen, das Teilchen ist auf jeden Fall irgendwo da drin. Wir haben also mit Sicherheit auch, dass das Integral über den gesamten Raum, gut, außerhalb von minus b plus b ist es abgeschnitten, aber das Absolutbetragsquadrat von diesem Kamerad ist mit Sicherheit 1. Damit sagen wir, es ist mit Sicherheit 1, mit Wahrscheinlichkeit 1, irgendwo in minus b bis plus b zum Zeitpunkt 0. So fangen wir mal an. Wir sagen, da habe ich so ein Teilchen. So. Und jetzt bauen wir eine Maschine, ja, baue Messgerät. Und das ist jetzt ein wirklich sehr einfaches Messgerät. Baue Messgerät, das nach der festen Zeit, also Sie wählen sich irgendeine aus, nach der festen Zeit groß T den Ort des Teilchens misst. Also es ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen einfach nur entlang der gesamten x-Achse Detektoren aufstellen. Sie lassen das Teilchen einfach, überlassen es sich selbst. Und nach der Zeit groß t gucken Sie, welcher Detektor klickt. Okay? Da schalten Sie Detektoren ein und gucken, welcher klickt. Baue Messgerät, das nach der festen Zeit t den Ort des Teilchens misst. Okay. Und dann haben Sie diese Messung, dann kriegen Sie so einen Messwert groß x, ja, falls
der Messwert der tatsächlichen Messung. Na, warum sage ich tatsächliche Messung? Ja, die Quantenmechanik kann Ihnen ja nicht vorhersagen, was das ist, aber wenn Sie eine konkrete Messung machen für einmal, dann klickt es ja schon irgendwo. Ja? Falls der Messwert der tatsächlichen Messung x ist, naja, genauer werden wir, das werden wir gleich hinschreiben, eigentlich kann der Messwert ja eigentlich nur sein im Intervall zwischen x und x plus dx. Ja? Das ist ja ein Kontinuum, haben wir ja schon mal mit der Mücke auf der Antenne, da kriegen Sie ja keine Wahrscheinlichkeit oder sowas raus. Aber jetzt mal ganz grob, falls der Messwert der tatsächlichen Messung x ist, dann spucke, und diese informelle Sprache ist der Imprezision hier angepasst, dann spucke das Messgerät den Wert p aus. Und dieser Wert p sei definiert als m mal x geteilt durch groß T. Also das können Sie natürlich mit Ihrem Taschenrechner ohne weiteres ausrechnen. Sie wissen, wie lange Sie gewartet haben. Sie haben ein Teilchen der Masse m und Sie haben dieses x hier haben Sie gemessen. Und da können Sie mit Sicherheit diese Größe groß P draus ausrechnen. So, wenn jetzt natürlich der klassische Physiker reinkommt, der sagt, ah, klar, ist bei 0 losgelaufen, hatte Zeit groß T gebraucht und ist jetzt bei x. Und wenn das ein freies Teilchen war, dann hätte das die Geschwindigkeit x durch T gehabt, oder? Ja, und m mal die Geschwindigkeit, ach, das ist ja der Impuls, da spuckt, wird ja der Impuls ausgespuckt. Sagt der Quantenmechaniker, ja Moment. Wir haben Übergangswahrscheinlichkeiten von x nach, von 0 nach x innerhalb eines Zeitpunkts T und so weiter. Was heißt schon, das ist der Impuls? Also der klassische Physiker würde sowas Impuls nennen. Der Quantenmechaniker sagt, ich habe hier eine lustige Größe definiert, aber das ist die Größe, die mein kleiner Apparat da oben ausspuckt. Das tut er halt. Das Ding ist halt so gebaut. Und da sagt der klassische Physiker, sagt, Mensch, das kannst du viel besser verkaufen, wenn du das ein Impulsmessgerät nennst. Und irgendwie ist das doch so ein Impulsmessgerät. Da sagt der Quantenmechaniker, ja, das können wir gerne so nennen und wir können uns gerne in der gesamten Physik-Community darauf einigen, dass wir so ein Ding ein Impulsmessgerät nennen, das zum Beispiel über so eine Flugzeit, das ist letztlich eine Flugzeitmessung, ja, das über eine solche Flugzeitmessung diesen Wert bestimmt. Okay, einverstanden, schreiben wir ein großes Papier drüber und ab jetzt sagen alle, so ein Ding ist ein Impulsmessgerät. Und schon haben wir ein Impulsmessgerät. Aber es ist nur ein Name, richtig? Aber physikalisch ist es das, was hier beschrieben wird. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, erstens mal, wenn, jetzt wird der klassische Physiker sagen, Moment, was habt ihr denn hier geschrieben mit diesem Intervall, wie das, das startet gar nicht bei 0, das startet nur in einem Intervall um die 0 rum, plus minus b. Und dann sagt der klassische Physiker, okay, also wenn ihr da nur bei plus minus b startet, dann haben wir hier einen Fehler in der Messung, Fehler in der Impulsmessung, der beträgt plus minus mb plus t. Ist doch klar, oder? Wenn ich ja gar nicht genau weiß, ob ich bei 0 losgelaufen bin, das ganze Ding ist linear in x, dann habe ich so einen Fehler in dieser Messung drin. Aha. Und dann sagt der klassische Physiker, ja, hör mal, aber du, wir kriegen den Fehler da beliebig klein. Also wenn du weißt, dass es in plus minus b ist und plus minus b ist fix, dann müssen wir nur lang genug das Teilchen laufen lassen. Wenn wir diese Zeit t ganz groß machen, die Masse steht fest, das Anfang steht fest, dann können wir, indem wir lange genug warten und nicht zu ungeduldig direkt messen, können wir den Impuls beliebig genau messen. Und so ist es. Ne? Messung dieser Größe p, die der klassische Physiker gerne Impuls nennt, Messung von p beliebig genau für hinreichend großes groß T. Ja gut, das können wir immer machen. Wir sagen halt, okay, wenn du eine hochqualitative Messung willst, dann dauert das halt länger und kostet mehr. Okay? Aber im Prinzip kann unser Messgerät das. Okay, das ist eine tolle Sache. Und dann sagt der klassische Physiker oder der Experimentalphysiker, sagt, super, wir haben das Gerät, das verkaufen wir jetzt und jetzt können alle messen. Aber natürlich sagt der Theoretiker, ja Moment,
wir könnten ja mal versuchen, vorherzusagen, was da gemessen wird. Denn ich will ja auch vorhersagen, was im Labor gemessen wird. Also muss ich das fertig bringen. Also, wie sagen wir jetzt vorher, was dieses Gerät misst? Naja, wir erwarten schon in der Quantenmechanik, können wir eigentlich nur vorhersagen, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass das Gerät, jetzt nehmen wir mal an, das zeigt für ein freies Teilchen, wird das wohl irgendwo im Kontinuum, wird das Ergebnis liegen, ne, irgendein Impuls im Kontinuum. Wir werden wahrscheinlich nur in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit dafür anzugeben, dass für ein bestimmtes eingeschossenes Teilchen die Messung irgendwo in einem kleinen Intervall p bis p plus dp liegt. Das erwarten wir aus der Quantenmechanik. Und das müssen wir jetzt ausrechnen, rein aufgrund unserer Kenntnisse der Ortswellenfunktion und des Fahrtintegrals. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir eine wunderschöne, angenehme Überraschung erleben. Ist Fragen soweit? So, Theoretiker würden gerne die Wahrscheinlichkeitsdichte ausrechnen, die Wahrscheinlichkeitsdichte P, und die nenne ich jetzt mal P Schlange von P, denn bis jetzt haben wir irgendeine Wahrscheinlichkeitsdichten dafür ausgerechnet, dass wir irgendwo sind, und jetzt rechnen wir Wahrscheinlichkeitsdichten aus, dass wir irgendeinen Impuls haben. Theoretiker würden gerne die Wahrscheinlichkeitsdichte P Schlange von P ausrechnen. Und nochmal zur kurzen Erinnerung, was man mit Wahrscheinlichkeitsdichte meint. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wie mache ich eine Wahrscheinlichkeitsdichte in einem Kontinuum zur Wahrscheinlichkeit? Naja, ich muss mit einem kleinen oder mit einem größeren, ja, eher besser mit einem kleineren, wenn die sich ja ändern kann, Intervall multiplizieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit P Schlange von P mal kleinem dp, dass der Impuls im Intervall p bis p plus dp liegt, ausrechnen. Okay? Also merken Sie sich, die Wahrscheinlichkeiten sind immer kleiner als 1, liegen zwischen 0 und 1. Aber Wahrscheinlichkeitsdichten als Funktion, die können ganz, ganz groß werden, aber halt nicht für so besonders weite Bereiche, weil nämlich dann das Integral größer als 1 wird, ist klar? Würden gerne diese Wahrscheinlichkeitsdichte P Schlange von P beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit P Schlange von P dp ausrechnen, dass der Impuls, den Sie da messen, dass also Ihr Messgerät, dass der Zeiger in diesem kleinen Intervall dp liegt. Ja, dann machen wir das doch so. Kein Problem. Wir haben ja unser Messgerät und wir wissen, wie das funktioniert. Also, wir rechnen jetzt erstmal aus die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen im Intervall, dass das Teilchen bei x im Intervall zwischen x und dx liegt. Also Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen zum Zeitpunkt groß T in x bis x plus dx zum Liegen kommt oder einschlägt. Ja? Wenn wir das also irgendwo am Anfang loslaufen lassen. Ja gut, wie sieht denn das aus? Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass wir das letztlich schreiben müssen als Quadratintegral, als Wellenfunktion, dass es zum Zeitpunkt groß t an diesem Punkt x ist. Absolut Betragsquadrat mal dx. Ja, so wird diese Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist das absolute Betragsquadrat der Wellenfunktion. Ja gut, aber wie war denn diese Wellenfunktion eigentlich gegeben? Mit Psi von x, t. Sie wissen, das ist die neue Wellenfunktion zum Zeitpunkt t. Und wie war die gegeben? Ja, das war das Integral, minus unendlich bis unendlich, über den gesamten Ortsraum. Und wir haben angefangen von der Wellenfunktion, den Ortsraum Integral y, zum Zeitpunkt 0. Und Sie müssen quasi alle Punkte dann nehmen und Sie müssen die mit dem freien Teilchenpropagator, frei
weiterentwickelt. Und warum mit dem freien Teilchenpropagator? Naja, wir nehmen jetzt mal zur Impulsmessung ein freies Teilchen. Denn wenn das Teilchen nicht frei ist, dann ändert sich ja der Impuls die ganze Zeit. Da haben Sie keine Chance, den Impuls zu messen. Sie müssen schon den Impuls messen, wenn das Teilchen gerade frei ist. Also wenn Sie da, das ist auch in der klassischen Mechanik so. Ja. Sie müssen sagen, okay, entweder für eine ganz kleine Zeit gucken Sie, was passiert. Aber Sie sehen, das ist bei uns keine Option. Wenn wir nur für eine ganz kleine Zeit gucken, dann haben wir einen riesen Fehler drin. Ja, wegen dieses MB durch groß T. Wir müssen also für eine lange Zeit gucken. Ja gut, aber dann müssen wir für lange Zeit, wir müssen ein freies Teilchen nehmen. Ja, nehmen den freien Teilchenpropagator und entwickeln, wie das ist. Wir starten bei x gleich 0 und gehen zu y und das alles zum Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt groß t. Ja, Sie wissen, dass wir die Rechtfertigung hatten, diese Wellenfunktion zu nehmen, weil ich, wenn ich die Wellenfunktion zu einem Zeitpunkt kenne, dann kann ich über diesen Propagator, über diese Übergangsamplitude, die Wellenfunktion zu einem späteren Zeitpunkt ausrechnen. Das war die Rechtfertigung, diese Wellenfunktion zu nehmen. Ja gut, und hier muss ich jetzt einfach einsetzen, was eigentlich der freie Teilchenpropagator ist. Müssen wir uns erinnern. Und der ist, ich ziehe das gleich raus, weil es nichts mit dem Integral zu tun hat, das ist m durch 2 pi i h quer durch groß t. Gut, jetzt schreibe ich das Integral hier hin, aber da können wir gleich noch mehr rausziehen. Und dann gibt es hier diese Exponentialfunktion, wenn Sie sich erinnern. Und das war im durch 2 h quer mal. Ja? Sie haben absolut recht. Vielen, vielen Dank. Genau, genau. Man geht von dem y aus bis zum x, das y bei 0. Absolut, absolut richtig. Ja, ja, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Das hätte uns jetzt gleich. Hätte uns jetzt gleich Probleme gemacht. Was ist der Faktor? Mensch, Entschuldigung. Im durch 2 h quer t, genau. Und dann steht hier noch die Differenz der Orte, das ist dann also x minus y in Klammern zum Quadrat. Und hier steht eigentlich auch t minus 0, okay, hier auch t minus 0, 0 ist 0. Das war der freie Propagator, wenn Sie sich erinnern, das hatten wir ausgerechnet. Und da steht einfach noch Psi von y, 0 hier hinten dran. Das ist der Ausdruck. Und jetzt geht dieses Integral aber nur über y. Das heißt, wir dürfen sogar diesen x-Quadrat-Teil noch rausziehen. Wir haben also vor dem Integral Wurzel m durch 2 pi i h quer groß t mal Exponentialfunktion von i m durch 2 h quer t mal x Quadrat, ne, binomische Formel da drin, Integral minus unendlich bis unendlich dy. Ja, und jetzt kann man nach Gusto, kann man jetzt diese Exponentialfunktion aufteilen, wir machen das mal. Wir kriegen den quadratischen Term, das ist sowas wie im durch h quer t, weil wir einen Faktor 2 aus der binomischen Formel bekommen. Und dann kriegen wir diesen Mischterm, x mal y, der wird gleich sehr, sehr interessant werden. Und dann haben wir aber noch den Zusatzfaktor x, da kommt noch der y-Quadrat-Term, da haben wir dann ein, aha, und hier muss auch ein Minus hin, weil es ja eine binomische Formel mit einem Minus war, richtig? Und hier steht dann wieder das Plus im durch 2 h quer t mal y-Quadrat, muss unter dem y-Integral natürlich stehen bleiben, Psi von y, und das ist die Wellenfunktion zum Zeitpunkt 0. Ja, das ist der Kamerad. So, jetzt können wir das natürlich in die Formel für die Wahrscheinlichkeit einsetzen. Das heißt, p von x dx ist gleich, und jetzt wird absolut betragsquadriert, dann wird aus dieser Wurzel, da steht ja noch so ein i drin, Entschuldigung, die Wurzel fällt weg, da steht ja noch so ein i drin, das i fällt natürlich beim absolut betragsquadrieren weg, das ist m durch 2 pi h quer groß t, dann steht da e hoch i m 2 h quer tx Quadrat. Was ist von dem Term zu halten? Was passiert mit dem beim absolut betragsquadrieren? Ja, der fällt raus, ne? Hier kommt noch ein dx hin, weil wir ja auch hier noch ein dx hingeschrieben haben. Da oben steht es. Und dann steht da das absolut Betragsquadrat unseres hübschen Integrals dy
ich schreibe es noch einmal hin, exp minus im durch h quer t mal x Quadrat, mal x mal y, mal exp von im durch 2 h quer t y Quadrat und eben psi von y, 0. Das ganze Integral ist zu Ende, absolut Betragsquadrat. Ja, das sieht hinreichend beeindruckend aus, wenn man das jetzt irgendwie ausrechnen müsste. Aber wir gucken uns das jetzt noch ein bisschen an. Wir können das ja noch ein bisschen analysieren. So, wir haben ja, wenn wir jetzt hier damit eingehen, wenn wir jetzt an dieser Stelle hier eingehen lassen, dass ja p gleich mx durch t sein soll. Aber erinnern Sie sich, das ist eigentlich nichts anderes als an dieser Stelle als eine Variablensubstitution. Ja, wir wollen eine neue Variable p einführen, die sich aus mx durch t ergibt. Warum? Weil das die Variable ist, weil das die Größe ist, die unser Zeiger auf dem Messgerät anzeigt. Ja, das wollen wir da eingehen lassen. Jetzt haben wir hier ein x drin stehen, also das p hängt vom x ab, klar, so ist es definiert. Jetzt steht hier ein dx, naja, wenn das so ist, dann folgt mit Sicherheit auch, dass das dx können Sie dann auch ausdrücken. Wie geht das? X gleich t mal p durch m, das heißt dx gleich dp durch m mal t oder so irgendwas. Ne? So muss es doch sein. Also Sie müssen dann natürlich die Differenziale können Sie dann auch übersetzen, wenn Sie so eine Funktion angegeben haben. So. Und jetzt aber nochmal, wenn wir jetzt diese Substitution machen, dann dürfen wir natürlich das Ergebnis interpretieren als, also das, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, im Intervall x bis dx zu landen, mit dieser Setzung ist natürlich gerade die Wahrscheinlichkeit, im Intervall p bis dp zu landen. Denn so ist es ja definiert. Wir wollen ja die Messung des Impulses zurückführen auf die Messung des Ortes. Das machen wir über diese Substitution. Okay. Also der ganze Ausdruck, der da steht, wenn ich das x durch das p ersetze, ist das p von p dp. Okay, so jetzt gehen wir hier weiter. Das ist also hier quasi überall eingesetzt, deswegen gelten diese ganzen Gleichheitszeichen. Und jetzt machen wir das mal. Aha, und hier steht nämlich dx mal m durch t. Also mal m durch t. dx mal m durch t ist aber schon das dp. Also die Kameraden hier zusammen, ja, das ist das dp. Das ist also dp durch 2πh. Aha, sehr schön, sehr schöner Ausdruck. Und jetzt machen wir das hier hinten im Integral auch. Und zwar ersetzen wir hier m mal x durch t. Das muss natürlich ein p werden, richtig? Also steht hier absolut Betragsquadrat, Integral minus unendlich bis unendlich dy. Exp minus i durch h quer p mal y. Na, dann haben wir das p eingesetzt. Und der andere Term bleibt natürlich stehen zunächst mal. Exp im durch 2h quer t y Quadrat und dann noch Psi von y, 0 absolut Betragsquadrat. Ja, jetzt haben wir da so ein bisschen aufgeräumt. Aber jetzt benutzen wir was, was wir ganz am Anfang gesagt hatten. Sie erinnern sich, wir hatten ja die Annahme gemacht, dass das Teilchen zum Zeitpunkt 0 nur in einem Intervall minus b bis plus b um den Ursprung sein sollte. Das heißt, zum Zeitpunkt 0 ist nämlich diese Wellenfunktion, wenn das da das x ist, die ist auf jeden Fall im Bereich von minus b bis plus b konzentriert. Das heißt, die Anfangswellenfunktion nach unserer Annahme ist auf jeden Fall 0 außerhalb. Denn ihr Absolutbetragsquadrat kann nur 0 sein, wenn sie selbst 0 ist. Ja, und hier drin kann die dann das... Könnten zum Beispiel so ein Wellenpaket haben, aber das kann hier ruhig auch noch ein paar Spirenzchen machen. Auf jeden Fall muss das irgendwie so aussehen. Wichtig ist, dass es außerhalb von B ist es auf 0 gedrückt. Das war die Annahme,
Das Teilchen ist am Anfang mit einer Ortsunschärfe minus b plus b ist bekannt, wo es ist. Ja, wie würden Sie denn das zum Beispiel herstellen? Ja, Sie lassen es zum Beispiel durch einen Spalt laufen, der die Breite 2b hat. Dann haben Sie diese Ortslokalisierung hergestellt. Ein Teilchen, das da nicht durchgeht, gut, mit dem passiert nichts, aber ein Teilchen, das da durchgeht, von dem wissen Sie, es ist zum Zeitpunkt t gleich 0, hat es irgendeinen Wellenpaar, also irgendeine, also ich müsste hier ja genauer gesagt sagen, das ist schon das Absolutbetragsquadrat, damit ich hier überhaupt reell aufmalen kann. Das hat so eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Okay, wenn das jetzt aber der Fall ist, dann sehen Sie ja, dass für alle y, die außerhalb minus b und plus b liegen, trägt ja der Integrand gar nicht bei, weil er durch diesen Faktor auf 0 gedrückt wird. Okay? Das heißt, wir brauchen uns eigentlich nur y's anzugucken von minus b bis plus b. Warum das besonders interessant ist, ist wegen dieses Terms hier. Denn dieser Term hier, dieses y, ich weiß, dass dieses y ist höchstens, das y-Quadrat hier, ist also kleiner gleich b-Quadrat. Denn außerhalb von b ist es natürlich größer, nur dann nullt ja dieses Ding den ganzen Integranten. Das heißt, ich darf für das ganze Integral das hier annehmen. Okay? Ah, aber unser b ist ja unsere halbe Spaltbreite. Und wir hatten ja mit unserem Experimentator vereinbart, dass wir hochqualitative Messungen abliefern, indem wir das Experiment lange laufen lassen. Aber für fixes B und lange laufen lassen, kann ich ja diesen oszillierenden Faktor, also alles, was hinter dem I steht, ja beliebig klein machen. Ich muss nur lange genug warten. Richtig? Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Garantieversprechen erfülle an den Endbenutzer, dass ich mein Experiment hier sehr lange laufen lasse, und gut, theoretisch sagen wir mal gegen unendlich, dann kann ich ja diesen gesamten Term rauskicken. Der spielt einfach keine Rolle mehr. Tschack, der geht raus in diesem Limit. Und gut, als Theoretiker gefällt uns natürlich dieses Limit und wir sagen, naja, wenn wir jetzt 5 Stunden warten, dann ist es hinreichend genau, dann sehe ich das auch nicht mehr. Okay? Gut. Ja, und was kommt dann raus? Dann kommt raus dp durch 2 Pi h quer, Integral minus unendlich bis plus unendlich, absolut, Betragsquadrat kommt gleich, dy exp minus i durch h quer, p mal y, psi von y, 0. Absolut, Betragsquadrat. So, und jetzt kommt irgendein Schlaumeier her und sagt, aha, also ihr habt jetzt hier dieses p von p, p Schlange von p dp ausgerechnet. Und dieses p von x dx, das habt ihr ja bekommen durch dx mal das Absolutbetragsquadrat einer Amplitude, die dieses p von x ergibt, richtig? Und sagt einer, könnte man nicht auch eine Amplitude erfinden, die man dann vielleicht clevererweise Psi Schlange nennt, weil sie zu diesem P Schlange gehört, sodass dieses Psi Schlange vom P abhängt und dass sein Absolutbetragsquadrat gerade so ist, dass es P Schlange von P ergibt. Ja, also wenn ich diese Wahrscheinlichkeit in der Quantenmechanik aus dem Absolutbetragsquadrat einer Amplitude erzeuge, möchte ich vielleicht auch diese Wahrscheinlichkeit aus dem Absolutbetragsquadrat einer geeigneten Amplitude erzeugen. Und die Frage ist, gibt es die überhaupt? Da müssen wir nur auf die rechte Seite schauen. Sagen, natürlich gibt es die. Da steht ja auch wieder das dp, das da auch links steht. Und der ganze Rest muss das Absolutbetragsquadrat, inklusive dieses Faktors, muss das Absolutbetragsquadrat von diesem Objekt sein. Wir lesen also die Wahrscheinlichkeitsamplitude für P, oder man nennt das manchmal auch die Impulsdarstellung, das aber alles sind alles nur Namen, ja, Impulsdarstellung der Wellenfunktion ab. Und die lautet, Psi Schlange von P ergibt sich als
die Fourier-Transformation, denn nichts anderes ist das Integral über dy exp minus i durch h quer p, mach das p nochmal rot, p mal y psi von x, 0. Und dann kann ich das Ding auch p, 0 nennen, weil es ja zum Zeitpunkt 0 ist. Ja, ich messe den Impuls zum Zeitpunkt 0. Und das hier, da kommt jetzt der Mathematiker rein, der versteht kein Wort von dem, was wir hier tun. Das ist alles so furchtbar unpräzise. Aber was er sagt, ist, er sagt, da steht doch eine Fourier-Transformation. Fourier-Trafo der Funktion Psi. Also Psi, Open Slot 0. Ja, also auf diesen räumlichen Variablen ist das die Fourier-Transformation der Ortswellenfunktion. Also der Physiker merkt sich, Fazit, die Impulsdarstellung der Wellenfunktion mit Namen Psi-Schlange, Open Slot zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist natürlich egal, ob das der Zeitpunkt 0 ist, wir können das Experiment ja zum anderen Zeitpunkt ausführen, ist die Fourier-Transformation, Fourier-Transformation der Ortswellenfunktion. Und jetzt sehen Sie, warum ich, was ich bis jetzt Wellenfunktion genannt habe, mit dem neuen Vornamen Ortswellenfunktion versehe. Das ist eben dieses Psi ohne den Twiddle. Da denken wir uns die Orte eingesetzt. So. Häufig wird es einfach so definiert. Da sagt man, ja, man hat so eine Ortswellenfunktion und jetzt macht man so eine Fourier-Transformation und dann hat man die Impulsdarstellung. Und da kann man auch irgendwie Argumente dann so a posteriori geben. Aber wir haben das wirklich hergeleitet. Also wir haben ein Impulsmessgerät gebaut und haben herausgefunden, Donnerwetter, wir können die Wahrscheinlichkeit, dass diese relativ beliebig definierte Größe, von der wir uns nur wünschen, dass wir sie Impuls nennen, um sie besser verkaufen zu können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Anzeigengröße, die ich mit Sicherheit generieren kann im Messgerät, dass die auftritt im Intervall p plus dp, ist letztlich gegeben durch eine solche Fourier-Transformation der Ortsamplitude, der Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass das Teilchen sich am Ort, ein x darf da nicht stehen, da muss natürlich ein y stehen, Entschuldigung. Hier steht natürlich ein y. Aber darüber integrieren wir ja. Also wir haben das jetzt wirklich ganz physikalisch hergeleitet, dass die Impulsdarstellung der Wellenfunktion die Fourier-Transformation der Ortswellenfunktion ist. So. Dazu könnten wir noch ein paar Sachen sagen, aber bevor wir das sagen und bevor wir Pause machen, noch eine kurze Frage. Was wäre denn jetzt anders gewesen, wenn ich irgendeine andere Funktion des Ortes und vielleicht unter Benutzung dieser vorgegebenen Zeit, Sie wissen ja, die Zeit ist ja keine Messgröße in der Quantenmechanik, das ist so ein externer Parameter, der halt mitläuft, da nehme ich an, den kann ich mit einer Uhr messen. Was wäre denn gewesen, wenn Sie irgendeine andere Größe gebaut hätten aus Ort und vielleicht der Verfügbarkeit der Zeit? Wie wäre dieses Argument dann gelaufen? Ja, ganz genauso, oder? Es wäre ganz genauso gelaufen. Man würde sich vielleicht sorgen, dass man an solchen Stellen hier ganz komplizierte Integrale hier bekommt. Das ist auch so. Und, aber im Prinzip können Sie diese Analyse für jedes Messgerät machen. Sie müssen nur wissen, wie das Messgerät, das ist letztlich der Zeigerausschlag des Messgerätes. Ich meine, das Messgerät ist hier irgendwie sehr groß, ja, okay. Als letztlich der Zeigerausschlag des Messgeräts, den Sie dann noch umrechnen in die Größe, die Sie Ihrem Anwender dann für teures Geld verkaufen. Aber Sie müssen eigentlich nur diese Umrechnung wissen. Und wie gesagt, ich betone nochmal, da können Sie jetzt natürlich die klassische Physik benutzen, um zu sagen, klassischerweise wäre das der Impuls. Und deswegen nennen wir das hier auch mal Impuls. Aber deswegen ist das noch lange nicht der quantenmechanische Impuls. Denn der quantenmechanische Impuls, für den kann ich ja nur diese Wahrscheinlichkeitsvorhersagen machen. Und das vererben wir dadurch, dass wir dann eben wissen, dass wir für den Ort nur diese Wahrscheinlichkeitsvorhersagen machen können. Ja? Also es ist eigentlich eine gute Praxis, Messgeräte zu bauen, die für klassische Teilchen bestimmte Größen geben und sagen, ja, und das ist auch das Messgerät für die Quantenmechanik. Und ich meine, jedes Messgerät, das Sie im Labor bauen, auf das Sie dann ein Teilchen schießen, Sie haben ja gar keine Wahl, das ist ja ein Quantenteilchen.
Ja? Das ist ja sowieso ein Quantenteilchen. Das heißt, da können Sie schon die klassischen Messgrößen nehmen und diese Funktion daran modellieren und dann Ihr Gerät verkaufen. Okay? Gut. So, jetzt könnte natürlich jemand sagen, ich messe den Impuls ganz anders. Diese Flugzeitgeschichte, ich mache das ganz anders. Ich lasse da irgendwie das Teilchen irgendwo aufdotzen und dann passiert irgendwas und dann regt das ein anderes Teilchen an, irgend sowas. Naja, wissen Sie, das ist irgendwie so ein bisschen wie mit dem Urmeter. Ja? Also Sie müssen einen Standard festlegen und müssen sagen, das definiere ich als Meter. Oder was machen wir heute mit dem Meter? Irgendwie Wellenlänge, was ist das von Krypton oder so irgendwas? Ja, gibt doch irgend sowas, ne, im SI-System. So, Sie legen irgendwas fest und alles andere muss sich daran ausrichten. Das heißt, wenn jemand kommt und ein anderes Impulsmessgerät baut, das, sagen wir mal, auf einem großen Spektrum von Impulsen genau die gleichen Ergebnisse liefert, aber dann irgendwo davon abweicht, aber das könnten Sie mit genauso gutem Fug und Recht ein Impulsmessgerät nennen, vielleicht ist das eine andere klassische Formel, aber irgendwie ergibt das dann, also für den gleichen Impuls, aber quantenmechanisch ergibt es dann vielleicht was anderes. Gut, dann müssen Sie sich entscheiden, ist dieses Flugzeitmessgerät von Impuls, ist das Sie ins Louvre stellen wollen als Standardmessgerät, was ist es? Und die anderen weichen halt davon ab, aber Sie sehen, das ist sowieso nur Wortglauberei, das ist sowieso nur Konvention. Also die Frage, was ist denn jetzt das wahre Impulsmessgerät, das ist wie so oft in der Physik, ist das eine Frage einer Normierung eines, ja. Genau. Und vor diesem Hintergrund ist es zu sehen, ich betone das so, weil es ganz viele Diskussionen, was ist Diskussion, es gibt vor allem, wenn man das Thema lernt, hat man immer so dieses Gefühl, ja, aber wieso ist denn das der Impuls? Warum ist es denn der Impuls? Ja, weil wir es so definiert haben, ist das Impulsmessgerät, zack, fertig. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist ein wichtiger Punkt in ganz viel Theorie. Also die beste Theorie macht eigentlich immer den Kontakt zum Experiment durch klare Messvorschriften. Zeit ist, was eine Uhr misst. Wenn Sie das ernst nehmen, können Sie durch die ganze Relativitätstheorie laufen. Temperatur ist das, was ein Thermometer misst. Also, und bei der Uhr müssen Sie sagen, was für eine Uhr? Ja, zum Beispiel so eine Lichtuhr, die funktioniert relativistisch. Ah, super, meine Standarduhr. Temperatur ist, was ein Thermometer misst. Ja, was für ein Thermometer? Ja, ein ideales Gasthermometer. Das können Sie theoretisch schön modellieren. Und alle anderen Thermometer müssen sich daran theoretisch messen lassen. Ja? Sie müssen immer sagen, was dann das Thermometer ist. Und Temperatur ist das, was ein Thermometer misst. Zeit ist das, was eine Uhr misst. Impuls ist etwas, was unser Flugzeitmessgerät, wie es hier beschrieben ist, misst. Das ist Impuls und so weiter. Also gute Theorie orientiert sich immer an präzisen Messvorschriften. Und es muss sie ja, denn die Mathematik kann es ja nicht liefern. Sie müssen ja den Kontakt schaffen zwischen ihrer Theorie und der Welt. Also für jede zukünftige Theorie, die Sie bauen, ob das jetzt eine Quantengravitation ist oder was auch immer es ist, Sie müssen immer wissen, wie sollen die Größen eigentlich gemessen sein. Und Sie sollten immer sehr skeptisch sein, wenn Ihnen jemand eine Theorie vorlegt ohne Messvorschriften. Denn diese Theorie kann keinen Kontakt machen zur Welt. Wie soll die überprüft werden? Sie brauchen immer für die zentralen Größen Messvorschriften. Okay, Hausaufgabe ist, die Messvorschrift in Quantengravitationstheorien zu finden. Okay, ja? Ja, nach dem Grenzübergang für T gegen Unendlich, da ist ja noch dieses 1 durch 2 Pi h quer. Ja, ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Hervorragend. Vielen Dank. Da kommt noch ein Wurzelfaktor davor. Es gibt Konventionen, dass man sagt, man nimmt immer dieses Differential mit diesem Faktor. Das ist zum Beispiel bei Feynman so. Das ist nicht so besonders hübsch. Also wir nehmen den Faktor hier davor. Vielen Dank. Absolut richtig. Bis dahin. Ja, klar. Da könnte auch theoretisch auch ein I dabei stehen. Wo? Ah, richtig. Richtig. Was Sie meinen, es könnte sogar ein ganzer Phasenfaktor dabei stehen. Da könnte ein E hoch I Alpha dabei stehen für beliebiges Alpha. Denn das Absolutbetragsquadrieren lässt es offen. Richtig? Genau. Das ist absolut richtig. Sie könnten es so machen und es spielt keine Rolle. Und dann normieren wir das auf 1. Nehmen wir die Phase weg. Aber es ist eine absolut richtige Bemerkung. Bis auf eine Phase, aber eine konstante Phase, ist es so gegeben. Das ist richtig. Okay. Aber weil dann zum unmittelbaren Ausrechnen dieser Wahrscheinlichkeit die Phase keine Rolle spielt, können wir sie gleich weglassen. Oder auf 1 setzen. Ne? Okay, ganz genau richtig. Vielen Dank. Sehr wichtige Bemerkung. Und natürlich
sehen, ich habe diese Zeit da mitgeschleppt, weil in unserem Flugzeitexperiment war es wichtig, wann fliegt es los, wo kommt es an und so weiter. Aber eigentlich, wenn Sie nur über die Wellenfunktion reden, dann löschen Sie am besten hier die Tatsache, dass Sie eine Schar von Wellenfunktionen angucken. Denn zum gleichen Zeitpunkt, also die Wellenfunktion im Impulsraum ist gegeben durch die Fourier-Transformation dieser Wellenfunktion da hinten. Und das können Sie natürlich für jede Zeit neu hinschreiben. Deswegen könnte ich die 0 durch ein kleines t ersetzen, gilt für jede Zeit. Und ich kann es gleich ganz weglassen. Es ist halt einfach nur die Wellenfunktion, über die da gesprochen wird. Okay, also eine Reihe von Bemerkungen zum Ergebnis. Also das Erste ist, dass es physikalisch ist völlig klar, was diese neue Amplitude bedeutet. Es ist eben durch Quadrat, durch Absolutbetragsquadrat, erhält man die Wahrscheinlichkeitsdichte für eine bestimmte oder für die Impulsmessung. Es ist also keine esoterische Geschichte, die Wellenfunktion zu nehmen und sie Fourier zu transformieren, sondern man bekommt eben daraus die Wahrscheinlichkeitsdichte der Impulsmessung. Gar kein Mysterium, dass das mathematisch eine Fourier-Transformation ist, hat einen schönen Effekt. Zweitens, mathematisch, Fourier-Transformation ist umkehrbar. Fourier-Trafo umkehrbar. Das heißt, wir könnten auch mit der Impulsdarstellung beginnen, Psi Twiddle von P, und können dann ein Integral drüber ziehen, aber jetzt nicht über den Ort, sondern über genau diese dPs mit dem Faktor exp. Und jetzt ist allerdings ganz wichtig, hier ein Plus zu schreiben. Plus I durch H quer, na, der Mathematiker schreibt natürlich kein H quer, der schreibt einfach nur das I, aber das kommt halt in der Quantenmechanik rein. I durch H quer, P mal X, 1 durch genau der gleiche Normierungsfaktor, das ist die Schönheit, wenn man den mitnimmt, dann geht die Vorwärts- wie die Rückwärtstransformation hier mit. Wenn man es anders definiert, hat die Rückwärtstransformation hier 1 durch 2 Pi H quer und so hat sie aber 1 durch Wurzel 2 Pi H quer. Kann man sich also einfach merken, die Fourier-Transformation in die eine oder die andere Richtung hat immer den gleichen Vorfaktor. Ja, und was da rauskommt, ist tatsächlich wieder die Ortswellenfunktion. Das ist ja super. Also das heißt, die Fourier-Transformation geht wirklich hin und her zwischen den beiden. Zwischen Psi und Psi-Schlange geht die Fourier-Transformation hin und her. Wir hätten ja befürchten können, dass diese Impulsdarstellung weniger Information enthält als die Ortsdarstellung. Es stellt sich heraus, es tut sie nicht. Also das heißt wiederum, immer wenn Sie aus der einen Größe die andere bauen können, aber können das wieder zurück extrahieren, haben Sie offensichtlich in keiner Richtung einen Informationsverlust. Das heißt, Psi Twiddle enthält genau die gleiche Information wie Psi. Aha. Aber das heißt doch, dass alles, was ich mit der Wellenfunktion hinschreiben kann, also die ganze Quantenmechanik, kann ich auch mit der Fourier-transformierten Wellenfunktion hinschreiben. Aha. Das heißt also, alles, was ich im Ortsraum diskutieren kann, kann ich alternativ im Impulsraum diskutieren. Ein bisschen lustig. Ne? Der Ortsraum kommt uns irgendwie sehr intuitiv vor. Ne? Man sagt, ja, ist doch hier und da und irgendwie, da will ich Physik machen. Warum will ich denn Physik im Impulsraum machen? Boah, esoterischer Quatsch. Wirklich?
Ist der Impulsraum wirklich esoterischer Quatsch? Ich behaupte, wir machen die ganze Zeit Physik im Impulsraum. Sie sehen mich doch gerade, oder? Kommen Photonen von mir in Ihr Auge. Die schlagen da ein. Und Sie sehen meine beiden Hände. Und das eine Photon schlägt so ein, das andere schlägt so ein. Also im gewissen Sinne, Ihre Augen registrieren ja nur den Photonimpuls, was da auftrifft. Und Ihr Gehirn macht daraus ein Ortsbild. Und sagt, da sind zwei Hände. Ja, gucken auf zwei Sterne da oben. Da ist einer und da ist einer. Dann haben Sie hier so einen kleinen Winkel und dann können Sie vielleicht irgendwie ausrechnen, wie weit das weg ist. Wenn Sie zwei Augen haben, Sie wissen schon, wie das geht. Also mit Sternen ist schwierig, aber mit Objekten hier, weil Sie zwei Augen haben, können Sie natürlich auch Entfernungen dann einschätzen. Also im Prinzip sind unsere Augen, die nehmen die ganze Zeit nur Impulse auf. Es gibt ja keine Sehstrahlen, die da hinten hinlaufen, nochmal zurückkommen, sondern es sind einfach einfallende Photonen. Das heißt eigentlich, wenn ich so gucke, ist es eigentlich eher ein Impulsraumbild, das mein Gehirn zu einem Ortsraumbild umwandelt. Also mein Gehirn macht so eine Fourier-Transformation. Hey, ist ein bisschen locker gesagt, ja. Man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Wir haben uns so gewöhnt an dieses Ortsbild. Das Impulsbild ist eigentlich viel mehr so eine Messgerätesache. Ne? Weil das Zeugs muss ja irgendwie da hinkommen, das Licht, und schlägt dann dort als verschiedene Impulse ein und daraus wird extrapoliert. Also bitte nicht den Impulsraum als zu esoterisch ansehen. Das ist eigentlich was ganz üblich, ist eher der Ortsraum, der vielleicht ein bisschen konstruiert ist, messtechnisch. Okay, fein. Das ist das, also wir können hin und her gehen. Auf jeden Fall haben wir diese alternativen Darstellungen der Quantenmechanik. Und ich hatte es Ihnen ja schon gesagt, ja, Sie könnten ja auch jede andere Messgröße bauen. Und dann würden Sie vermuten, ja, dann wird vielleicht die Transformation kompliziert und was auch immer. Aber es müsste doch trotzdem eine 1:1 Beschreibung sein, auch für eine Wellenfunktion durch irgendeine andere Observable. Ja, das ist richtig, aber eine Observable reicht eventuell nicht. Sie brauchen einen maximalen Satz, im allgemeinen Rahmenwerk würde ich sagen, kommutierender Observablen, um das darzustellen. Das ist gleich mal als Beispiel in drei Dimensionen. Erweiterung auf drei Raumdimensionen. Ach so, drittens, ja, es ist die dritte Bemerkung, Entschuldigung, es ist die dritte Bemerkung. Auf drei Raumdimensionen. Ja gut, es geht so, Sie haben eine, wollen ein Psi-Schlange haben, aber jetzt brauchen Sie schon drei Impulsoperatoren. Jetzt habe ich schon wieder Operatoren gesagt. Jetzt müssen Sie drei Impulse messen. Sie müssen die 1-Komponente, die 2-Komponente und die 3-Komponente des Impulses messen. Das machen Sie mit einer Flugzeitmessung in die Richtung, die Richtung und die Richtung. Die drei können Sie auch gleichzeitig messen. Gut, woher weiß ich das? Naja, gehen Sie nochmal, das ist jetzt so hin und her mit dem allgemeinen Bild. Sie wissen, Sie können die drei Impulse gleichzeitig messen. Was Sie nicht machen können, Sie können nicht den P1 mit dem X1 zusammen messen. Das wissen wir schon. Okay? Aber jetzt erstmal hier, Sie müssen die drei Impulse nehmen. Und wie kommt dieses Ding zustande aus der Wellenfunktion, die jetzt natürlich auch mit drei Orten operiert? Naja, auch durch eine Fourier-Transformation, allerdings ist das jetzt eine dreidimensionale Fourier-Transformation, da kommt also hier dx, exp, das bleibt minus, weil es ja diese Richtung ist, vom Ort zum Impuls steht da ein minus, ih quer, und jetzt steht da p1, x1, p2, x2, p3, x3, und wenn man will, darf man das in der Quantenmechanik in dieser Verfeinerungsstufe hier, also der Grobheit, darf man hier P-Vektor mal X-Vektor schreiben. Aber das heißt wirklich nichts anderes. Ich habe hier einen Tupel von drei Zahlen, da einen Tupel von drei Zahlen und ich mache da die normale Hexenmultiplikation P1, X1, P2, X2, P3, X3. Gut, die Mechaniker wissen, warum ich hier polemisiere. Und hier vorne ist noch wichtig, 2 Pi h quer hoch 3 halbe, denn eine Wurzel für jede Dimension. Okay. Aber Sie sehen schon, wenn ich gesagt hätte, ich messe nur einen Impuls, ich mache hier nur Psi, ich könnte einfach mich entscheiden, ich habe ein Teilchen in drei Dimensionen und ich messe nur den Impuls in P1-Richtung. Ja, das kann ich machen, aber dann könnte ich höchstens eine Funktion, die könnte ich mal Psi-Doppeltwiddle nennen, einfach weil es eine andere ist, da messe ich nur den P1er und die anderen, da lasse ich die Xe, lasse ich wie sie sind. Dann hätte ich hier nur ein Integral über x, nämlich über das x1, hätte hier vorne dran auch nur noch mal die Wurzel 2 pi h quer, hätte hier nur den Faktor x minus i durch h quer p1 x1
Und hier hinten dran hätte ich stehen Psi von x1, x2, x3. Kurz gesagt, ich Fourier transformiere nur die erste Variable weg, aber dann muss ich die andere mir noch behalten. Warum darf ich solch eine Darstellung wählen? Das wäre zum Beispiel ein Messgerät, das von dem Teilchen den Impuls in 1 Richtung misst, den Ort in 2 Richtungen und den Ort in 3 Richtungen. So ein Messgerät kann ich bauen, das ist ja noch viel einfacher als so ein Dreifach-Impulsmessgerät. Ja gut, aber dann habe ich diese 3 Variablen, die brauche ich dann aber alle, damit ich die Rücktransformation machen kann. Ich kann die natürlich vergessen. Ich kann einfach schreiben, das ist das. Ja gut, nee, richtig vergessen kann ich sie nicht, denn ich wüsste ja gar nicht, was ich hier hinten einsetzen soll. Ja? Also man muss auf jeden Fall, wenn man jetzt in höhere Dimensionen geht, muss man, man kann die alle transformieren, jetzt für alle einen Impuls, ich kann auch von einem einen Impuls nehmen, aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch, ja gut, was kann ich, das ist gefährlich, weil alles, was ich jetzt sage, kommutiert wahrscheinlich nicht mit diesem P1 hier. Also man kann auf jeden Fall einen Satz von hinreichend vielen Variablen nehmen, die aber als Operatoren miteinander kommutieren müssen, das sieht man jetzt hier noch nicht, und kann dann so einen Satz bilden. Und das werden wir nächstes Mal ausführlicher betrachten. Okay? Aber Grundidee ist hoffentlich klar. Das ist das. Und genau. Und jetzt gucken wir uns noch an, wie man vielleicht den Kontakt oder wie man den Kontakt herstellen kann zum Impulsoperator, wie ich ihn Ihnen genannt habe. Also es hat ja mit Operatoren hier eigentlich alles nichts zu tun. Wir haben ein Messgerät, um irgendwas hinzuschreiben. Und jetzt ist aber doch ganz interessant herauszufinden, ob dieser Operator, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, als Impulsoperator, wie er auf Ortswellenfunktionen wirkt, was der eigentlich zu tun hat mit unseren Fourier-transformierten Psi-Twiddles. Also zweitens, Wirkung des Impulsoperators. Also bis jetzt war von Operatoren ja keine Rede. Groß P, den haben wir schon mal definiert gehabt. Und ich hatte bisher solche wüsten Behauptungen gemacht, wie dass es da so einen Impulsoperator P gibt, der ist da irgendwie auf dem Schwarzraum definiert, aber das ist hier der Schwarzraum, der im L2-Hilbertraum liegt, ne, zum Beispiel im L2 über R, das wäre unser eindimensionales Problem, sodass für eine Testfunktion F die Wirkung des Impulsoperators so ist, dass es minus IH quer die Funktion F abgeleitet ist an der Stelle X. Ne? Und manchmal schreibt man dafür auch, so steht es in vielen Büchern, das ist auch vollkommen richtig, man muss verstehen, wie es gemeint ist. Man schreibt dafür manchmal auch P gleich minus IH quer, ja, partiell oder wie auch immer, kommt auf die Dimension, D nach DX. Das gefällt mir nicht so wegen des X, weil warum soll das X heißen, das könnte auch Y heißen. Also das da ist irgendwie die richtige Version, aber das da ist natürlich genauso richtig, wenn Sie das richtig interpretieren in der Anwendung. Das ist dieser Impulsoperator. Und wir wissen, der kann nicht auf dem ganzen L2 wirken, weil nicht jede quadratintegrable Funktion überhaupt differenzierbar ist. Deswegen gehen wir auf den Schwarzraum. Der ist aber so gebaut, dass wir dann im Schwarzraum drin bleiben und so weiter. Wir hatten die Erweiterung auf diese temperierten Distributionen, blub, blub, blub. Aber die Frage ist jetzt, wie hat dieses Ding gewirkt hier drauf? Und wenn wir jetzt eine Ortswellenfunktion, also erstmal hier die, wie soll man sagen, ruthless, die gedankenlose Anwendung, von P auf die Ortswellenfunktion. Warum sage ich gedankenlos? Naja, wir hätten ja eigentlich erstmal feststellen müssen, dass die Ortswellenfunktion in diesem Schwarzraum liegt und so weiter und so fort. Okay, geschenkt. Also wenn ich den gedankenlos auf die Ortswellenfunktion anwende, und dann ausrechne, was passiert. Ja, wie geht denn das? Ich muss wissen, was die Ortswellenfunktion ist. Die ist, wie sie ist. Aber ich könnte die ja mal zum Spaß darstellen, so wie sie da oben steht, als Fourier-Integral über die Impulswellenfunktion. Und dann ist dieser Operator nach der Definition von links minus IH quer. Jetzt kommt dieses Integral und ich muss die Ableitung nach dem x da oben drin bilden. Gut, das fällt uns nicht ganz so schwer. Das ist 1 durch die Wurzel 2 Pi h quer.
Ich muss die Ableitung durchs Integral durchziehen. Sie wissen, dafür gibt es streng genommen Bedingungen, auch doppelt gedankenlos, gedankenlos zum Quadrat. Hier dp. Und jetzt wird diese e-Funktion, die wird nach x abgeleitet. Und was kommt dann nach vorne? Naja, i durch h quer p kommt nach vorne. Die e-Funktion bleibt stehen. X minus i durch h quer p mal y. Entschuldigung, wir wissen das von Quatsch da oben. Nee, ist alles richtig. P mal x. Dann ist alles gut. P mal x. Und hinten dran steht Psi Schlange von p. Da wirkt natürlich keine Ableitung mehr drauf. Alle einverstanden? Das ist die Ableitung von Psi, die steht da jetzt. Und dann ausgewertet bei x. Na, also unter wilder Vertauschung von Grenzwerten für die Integralbildung und Ableitungsbildung und so weiter. Na, also so richtig schöne Experimentalphysik. Okay, so, ist gleich. So, jetzt sehen wir hier, das Minus i geht gegen das i, das durch h quer geht gegen das durch h quer. Und was da steht, ist 1 durch Wurzel 2 pi h quer, Integral, minus unendlich bis unendlich, dp exp minus i durch h quer p mal x. Entschuldigung, es muss ein Plus da stehen. Plus, plus. Hm? Okay, mal x. Mal Psi-Schlange von P, aber ein Objekt haben wir noch vergessen, das durch unsere Ableiterei hier extra erzeugt worden ist, und das ist dieses P. Wenn dieses P da nicht stünde, dann wäre das ja wieder Psi von X, richtig? Ist es aber nicht. Und was ich jetzt tun kann, ich kann mich fragen, also kann ich denn die Wirkung, die dieser Operator P, der so definiert ist, die Wirkung, die dieser Operator P auf das Psi hat, könnte ich diese Wirkung denn schreiben als eine Wirkung eines anderen Operators aufs Psi-Schlange, sodass dann die Fourier-Transformierte davon genau das ist? Oh ja, klar kann man das. Hier steht es ja. Ich muss das einfach nur auffassen als die Wirkung eines Operators P-Schlange auf die Impulswellenfunktion Psi-Schlange am Schluss ausgewertet bei P. Ja, und die Definition ist klar. Psi-Schlange wirkt auf P-Schlange wirkt auf Psi-Schlange an der Stelle P, so dass das Ergebnis P mal Psi-Schlange P ist. Also das ist das kleine P. Ne? Das heißt, dieser P-Schlange-Operator muss auf die Impulswellenfunktion multiplikativ wirken. Wir haben sowas schon mal gehabt, richtig? Und zwar bei der beim Ortsoperator, wie er auf das Psi wirkt. Der hat auch multiplikativ gewirkt. Aber hier ist es was ganz anderes. Das ist der Impulsoperator. Wir würden das dann so nennen, den Impulsoperator, also ja, interpretiere, ja gut, interpretiere, definiere, was auch immer. Interpretiere, definiere P-Schlange als Impulsdarstellung oder Impulsraumdarstellung des Impulsoperators. Ah, und dann sagt man, ja, aber dann hat ja auch der ein ganzes, dann ist das ja gar nicht der Impulsoperator per se, sondern es ist ja nur der Impulsoperator, wie er auf die Ortswellenfunktion wirkt. Und das ist der Impulsoperator, wie er auf die Impulswellenfunktion wirkt. Ach so, und die sind aber natürlich geschickterweise so gegenseitig definiert, dass ich halt entweder im Impulsraum erst diesen Operator anwenden kann und dann das Ergebnis Fourier transformiere. Und dann kriege ich aber das gleiche Ergebnis, als hätte ich im Ortsraum die Ortsdarstellung des Impulsoperators angewendet. Ja, also ich habe ja gesagt, Sie können jetzt die ganze Quantenmechanik entweder im Ortsraum machen oder Sie können sie im Impulsraum machen. Aber da muss ich auch die Wirkung der Operatoren, die ändert sich dann auch. Also im Ortsraum wirkt der Operator, der Impulsoperator so, ja, und im Impulsraum wirkt er multiplikativ. Während im Ortsraum der Ortsoperator multiplikativ gewirkt hat, und Sie können sich dreimal ausrechnen, wie im Impulsraum der Ortsoperator aussehen muss. Der ist wahrscheinlich eine Ableitung nach P. Wahrscheinlich auch mit IH quer, aber plus IH quer oder minus IH quer. Das machen wir aufs Übungsblatt. Okay?
Aber es geht mir hier um die grundlegende Idee, dass Sie, wenn Sie schon alles im Impulsraum ausdrücken können, dann können Sie auch die Wirkung von Operatoren dort ausdrücken. Wie finden Sie raus, wie die wirken? Ja, Sie wenden einfach den im bekannten Ortsraum an, den Operator, welcher immer das ist. Sie drücken die Impulswellenfunktion durch die Fourier, Ihre Fourier-Transformation durch Psi-Schlange aus. Sie wenden den Operator auf dieses Integral an, wie wir es gemacht haben. Und dann müssen Sie es wieder auf die Form bringen, Fourier-Transformation von irgendwas. Und dieses von irgendwas gibt Ihnen dann die Definition des Operators in dieser Darstellung. Hätten wir jetzt statt der Impulsdarstellung eine andere Darstellung gewählt, das machen wir nächstes Mal ein bisschen ausführlicher, also mit anderen Observablen, von denen Sie aber genügend haben, sodass Sie eine eindeutige Hin- und Herabbildung bekommen, bekommen Sie wieder eine ganz andere Darstellung. Also Orts- und Impulsdarstellung sind nur zwei mögliche Darstellungen der Quantenmechanik. Es gibt überabzählbar unendlich viele Darstellungen der Quantenmechanik. Und es ist aber immer so, dass der Operator, der zu den Observablen gehört, in die Sie da rein transformieren, die wirken immer multiplikativ. Ja? Und der Quantenmechaniker sagt auch, die wirken diagonal, aber es ist nur eine Sprechweise. Die wirken hier so multiplikativ. Wenn das endliche Matrizen wären, wäre das so eine diagonale Matrix mit nur einer Diagonalen. Okay? Okay, das ist also diese Geschichte. Und dann formuliere ich jetzt noch den, oder gibt es Fragen hierzu? Okay. So, dann formuliere ich noch ganz kurz den Ausblick. Ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt gehabt. Der Ausblick ist, man kann für jeden vollständigen Satz von Messapparaturen und im allgemeinen Rahmenwerk würde man sagen, ein vollständiger Satz ist solche, die einen maximalen Satz paarweise kommutierender Observablen, die einem maximalen Satz paarweise kommutierender Observablen entsprechen. Ja. Man kann für jeden vollständigen Satz von Messapparaturen eine entsprechende Darstellung konstruieren. Ja. Und diese Orts- und Impulsdarstellungen sind eigentlich nur die wichtigsten, aber man macht das durchaus zum Beispiel auch mit dem Drehimpuls oder so. Also wenn zum Beispiel das Wasserstoffatom, wenn wir nachher das Wasserstoffatom diskutieren, das ist ja rotationssymmetrisch, da wird es uns gefallen, das System darzustellen mit einer Wellenfunktion, die zum Beispiel vom Drehimpuls abhängt. Warum? Ich kann aus dem Drehimpuls und so weiter, anderen Größen, kann ich einen vollständigen Satz bauen, der die Gleichungen einfacher macht. Also man benutzt das dann so nach Convenience, dass man solche Darstellungen wählt, in denen das Problem einfach wird. Aber das hier ist die Grundlage dafür, das ist die konzeptionelle Grundlage. Ne? Und damit bekommen wir grob gesagt das folgende Fazit. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, wir hatten hier irgendwie die Ortswellenfunktionen, Psi ja, von x, naja, also ja, Ortswellenfunktion. Und hier drüben hatten wir die Hilbertraumelemente, ja, also irgendein Element im Hilbertraum. Und in der Tat ist aber auch die Impulswellenfunktion, die entspricht auch, also ich kann hier so ein abstraktes Element Phi im Hilbertraum haben, hier habe ich die Ortswellenfunktion und da habe ich die Impulswellenfunktion. Und die kodieren beide die gleiche Information, die im abstrakten Hilbertraumelement drinsteckt. Insbesondere kann ich als Hilbertraum den Ortsraum nehmen, das haben wir in den Beispielen gemacht. Ich kann aber auch als den Hilbertraum, aber auch den Impuls, also die Quadratintegralfunktion über den Impulsraum nehmen. Ich kann aber viele weitere nehmen, na, also zum Beispiel irgendwas mit
Drehimpuls darstellen und so weiter. Und das heißt, das hier ist, ja, das ist das allgemeine Rahmenwerk der Quantenmechanik. Da haben wir davon gesprochen. Und sowohl die Ortswellenfunktion als auch die Impulswellenfunktion und so weiter, das sind alles nur alle bloß die, also grob gesagt, die Komponenten, ist ja ein Vektor, so ein Hilbertraumelement, ne, dann hat er das Komponent, die Komponenten bezüglich verschiedener Basen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wir hier im Orts- und Impulsraum sind, das kontinuierlich ist, sind es verallgemeinerte Eigenbasen, bezüglich verschiedener Basen, nämlich der Ortseigenbasis, aber man muss wirklich sagen, der verallgemeinerten Basis, verallgemeinerten Ortseigenbasis, der verallgemeinerten Impulseigenbasis und so weiter, eben nicht des Hilbertraums, sondern hier, wir müssen auf den Raum der temperierten Distribution gehen, S-Kreuz. Ja, Sie wissen, ich kriege für den Impulsoperator, haben wir ja gesehen, kriege ich gar für den Ortsoperator oder für den Impulsoperator, kriege ich gar keine, also für den Ortsoperator wäre das so eine Art Delta. Aber Sie wissen, dieses Delta, das ist jetzt nur so schluderig hingeschrieben, das ist was, das kann nur funktionieren, letztlich hochgehoben auf dem Raum der Distribution. Und so ist das gemeint, deswegen verallgemeinerte Ortseigenbasis, verallgemeinerte Impulseigenbasis und so weiter. Aber Sie nehmen den abstrakten Vektor und stellen ihn in der einen oder anderen Basis dar und die Koeffizienten sind dann eben die Ortswellenfunktion, die Impulswellenfunktion und so weiter. Ja? So ist das gedacht. Und selbstverständlich, was wir gemacht haben, ich habe quasi, als ich Ihnen Beispiele hier im allgemeinen Rahmenwerk gegeben habe, indem ich die Ortswellenfunktion benutzt habe und die Wirkung des Operators, habe ich das gemacht, was man häufig macht. Man gibt Beispiele für Vektoren und schreibt die schon in einer bestimmten Basis hin. Das ist ja nicht falsch. Aber was wir heute entdeckt haben, es gibt andere Basen, die ich geschickt wählen kann. Da komme ich von diesen Ortswellenfunktionen weg, gehe zu Impulswellenfunktionen und so anderen. Ich kann letztlich für jeden vollständigen Satz von Observablen, von Messgrößen, kann ich eine Darstellung finden und kann in dieser Basis expandieren. Ich würde also sagen, ich expandiere die Wellenfunktion des Wasserstoffatoms in einer Basis, bei der der Drehimpuls und was Sie noch alles brauchen, vorkommen. Okay? Und das ist einfach geschickt und Sie wissen, die Basis zu wechseln, ist häufig sehr geschickt, um ein Problem einfacher zu machen. Und hier ist es halt eine unendlich dimensionale Basis, sogar eine uneigentliche, eine verallgemeinerte Basis in diesem Distributionenraum. Das werden wir jetzt in dieser technischen Form nicht benötigen. Wir werden das hinreichend sanft machen. Aber das ist die grundlegende Idee. Und im allgemeinen Rahmenwerk ist aber nur vom abstrakten Vektor die Rede, vom abstrakten Hilbertraumelement. Und das hier sind schon Darstellungen in Basen. Nämlich einer. Und deswegen brauchen Sie auch einen Satz paarweise kommutierender Observablen, denn nur wenn Sie einen Satz paarweise kommutierender Observablen haben, können Sie gemeinsame Eigenbasen finden. Gemeinsame verallgemeinerte Eigenbasen, bezüglich derer Sie dann dieses Hilbertraumelement expandieren können. Und dann ist eben die Wellenfunktion, die dann zum Beispiel den Drehimpuls, die Drehimpuls-3-Komponente enthält und so weiter. Es sind halt dann Koeffizienten bezüglich einer bestimmten Basiswahl, wo zum Beispiel die 3-Komponente des Drehimpulses ein Teil dieser Messapparaturen war. Und damit machen Sie Differentialgleichungen einfach. Und so löst man dann zum Beispiel das Wasserstoffatom. Ja? Also das muss man einmal verstanden haben, was der Zusammenhang ist zwischen dem abstrakten Vektor und seinen Vektorkomponenten. Okay, aber im Prinzip ist es wie immer. Das machen wir nächstes Mal. Gibt es noch Fragen? Okay, Dankeschön.